Oh, hallo, ihr seid ja auch schon da. Ich bin der Frank vom foodbloghamburg.de und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute einen Pesto Rosso machen. Simple, einfache Nummer. Was man dafür braucht, ist halt ein kleiner Foodprozessor. Wir haben so einen kleinen von KitchenAid uns gegönnt. Mit dem kann man das hervorragend machen. Unter anderem gebrauchen wir Pinienkerne. Die will ich mir jetzt eben schnell anbraten, anrösten ein wenig. Das mache ich jetzt mal eben. Unter anderem gebrauchen wir auch getrocknete Tomaten. Das Öl davon habe ich verworfen. Dann gebrauchen wir ein bisschen Parmesan-Käse, genau, ich konnte gerade nicht drauf kommen. Pfeffer, Salz, Knoblauch, ein bisschen Öl, aber das zeige ich euch gleich, während wir das am Machen sind. Die genauen Mengen findet ihr wie immer unten in unserer Einkaufsliste und da schreibe ich auch gleich auf, wie wir das gemacht haben. Ich benutze dafür Solo-Knoblauch. Wenn das so ein großer Knobi ist wie der hier, dann gebrauchen wir nur einen halben. Die andere Hälfte, das ist zu viel. Sonst stinken wir wieder so ganz fürchterlich und morgen kriegen alle die Krise. Das wollen wir ja nicht. Deshalb nehme ich nur einen halben. Den kann ich ja hier schon mal in den Prozessor schmeißen. So, der ist schon mal drin. Dann tue ich da schon mal einen Teil meiner Tomaten rein. Das reicht aber nicht, ich brauche noch mehr. So, ich benutze hierfür jetzt eine Chilischote. Die schneide ich mir aber auf und dann mache ich mir da die Kerne mit dem Löffel raus. Weil mit den Kernen ist das definitiv too much. Weil wir wollen ja nicht nur Chili schmecken, wir wollen ja eigentlich alles kompakt haben und nicht nur fürchterlich viel Chili. So ein bisschen Schärfe ist toll, aber das reicht uns dann auch. So, den schmeiße ich hier auch mit hinein. Das wird gleich alles fein geschnitten von meinem Foodprozessor. So, das haben wir da auch schon drin. Dann müssen da meine Pinienkerne rein, die tue ich da jetzt zu. Und dann kommt da gleich noch ein bisschen Öl drauf, 5 Esslöffel. Und dann können wir das schon das erste Mal pürieren. So, dann gibt es 5 Esslöffel Olivenöl. Die tun wir hier hinein. Als ich das neulich gemacht habe, waren diese 5 sogar zu wenig. Da war das alles sehr fest und sehr kompakt. 4? Oder 5? 5 sind das jetzt. Jetzt ist jetzt der 5. So. Dann kommt da jetzt der Deckel drauf und dann wird das einmal gedreht. Vorführeffekt. So, ich tue jetzt meinen Parmesan hier noch mit hinein. Dann tun wir da gleich noch ein bisschen Salz und Pfeffer oben drauf. Wunderbar. Dann tue ich hier ein bisschen Salz hinein. Das ist Salz, Meersalz. Das habe ich vom gewürzmaster.de. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Und ein bisschen grobkörnigen Pfeffer. Wie den wir immer verwenden. So, dann wird das Ganze nochmal weiter zerkleinert. So, mit O, das war's. Das sieht doch schon mal ganz geil aus. Richtig gut. Ich habe hier jetzt ein Glas mir genommen. Dann kann man das da wunderbar hineinfüllen.
muss mir gleich einmal kurz hier das Messer rausnehmen. Super. Klasse. Und ich fülle das jetzt hier auf. Dann kommt oben drauf so eine Schicht dünn Olivenöl. Und dann kann man das so locker verschlossen, natürlich mit dem Deckel. Ich glaube, so kann man das ganz gut sehen. Dann mache ich da jetzt ein bisschen Olivenöl oben drauf. So. Tipptopp. Den Deckel da drauf. Also das ist jetzt komplett mit Olivenöl bedeckt. Jetzt tue ich da meinen Deckel drauf und so kann ich das locker eine Woche lang im Kühlschrank lagern. So, dann wollen wir es noch mal kurz probieren, wie das so geworden ist. Mmh. Ja, toll. Also eine leichte Schärfe. Das Olivenöl ist da. Der Parmesan, Käse, doch sehr, 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 sehr lecker. Die Tomate ist sehr gut da. Doch, also jetzt schön Macaronis machen. Schön al dente. Und das mit dazu, schön drin wälzen. Sehr, sehr gut. Im Grunde eine super schnelle Nummer. Ganz einfach zu machen. Für jeden zu Hause. Am besten geht sowas natürlich, wenn man so einen Food-Prozessor hat wie wir. Oder man kann das natürlich auch mit so einem Zauberstab machen. Einen Zauberstab haben wir ja auch. Haben wir ja bei uns auch schon häufiger gesehen. Damit kann man das klasse machen. Ja, ich schreibe unten wieder in die Description Box eine Einkaufsliste und eine Beschreibung, wie wir das gemacht haben. Die könnt ihr euch runterladen, könnt ihr mit dem Supermarkt nehmen und kurz danach einkaufen. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Einfach unten reinschreiben. Kriegt sofort eine Antwort. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Ich werde jetzt hier jetzt in diesem Moment ein Bild machen, da euch zeigen, wie es aussieht mit den Macaronis. So, das Bild ist wieder weg. Dann sagen tschüss. Tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.